vor wie ein Toter, der aus dem Jenseits da runterblickt. Achtung! Wir werden euch zu brauchbaren Menschen machen, oder ihr sterbt hier. Sieht wieder aus uns machen wollen. Aber wir nicht werden. Ihr habt uns alles weggenommen. Aber nicht das, was wir sehen. Wir existieren noch. Mützen ab! Mützen auf! Im letzten Transport hat ein Pole einen kleinen Jungen in den Koffer mitgebracht. Jemand muss sich um das Kind kümmern. Ihn verstecken? Was ist, wenn er schreit? Wer sind wir, dass wir nicht mal ein Kind schützen können? Seit Monaten bereiten wir uns auf den letzten Tag vor. Das Kind gefährdet jetzt alles. Das Lager wird aufgelöst. Ich weiß, ihr werdet alles versuchen, das zu verhindern, aber hier bleibt keiner übrig. Ich lasse hier keinen Leben zurück. Ihr denkt, dass es vorbei ist? Dass ich komme, um euch zu retten? Wir sind 50.000 und sie sind 1.000. Warum rennen wir nicht einfach los und bringen sie um? Weiter! 1.500 schwer bewaffnete SS-Männer. Keiner von denen glaubt noch an den Sieg des Führers. Aber wenn der Befehl kommt, schießen sie natürlich. Als gute Deutsche. Das ist ein Spiel. Die anderen suchen uns. Aber wenn sie uns nicht finden, dann haben wir das Spiel gewonnen. Das Judenbalk. Wo ist der? Faszinierend, wie viele Arten des Schmerzes es gibt. Selbst wenn sie uns am letzten Tag alle noch töten. Später werden sie sagen, sie haben nur ihre Arbeit gemacht. Hitler ist ein Arschloch. Er hat uns den Krieg vermasselt. Wenn nur ein Jude am Leben bleibt, dann wird er zum Rächer werden an unseren Kindern und Enkeln. Und zwar nur, weil wir zu schwach und zu feige waren. Euch wird man nie vergessen. Die Schande der Menschheit!